Hallo, Twitter ist ja seit einiger Zeit Geschichte und heißt jetzt X. Aber im Gegensatz zu Reddit und Twix hat sich enorm viel geändert. Eigentlich braucht man heutzutage für die meisten Sachen einen X-Account. Viele Sachen, auch welche, die ich in anderen Videos gezeigt habe, gehen einfach nicht mehr. Und ich möchte euch heute eine einfache Möglichkeit zeigen, wie man mit X wieder besser zusammenkommen kann. Ein einfaches Beispiel: Ihr findet in irgendeinem Artikel einen Twitter-Link, klickt da drauf und ja, man hat vielleicht Glück und kann diesen Post sehen, aber dann ist Ende. Wenn ich jetzt die Kommentare und Ähnliches mir angucken möchte, ich komme hier einfach nicht weiter. Was kann ich also machen? Naja, die einfachste Methode ist, Nitter zu verwenden. Das heißt, ich tue einfach die URL austauschen und auf einmal sehe ich eben Antworten und Ähnliches. Nitter kann ich natürlich auch direkt aufrufen, kann hier einen Nutzernamen eingeben und kann den finden. Ich kann sowohl Users als auch Tweets eben suchen. Und wenn ich hier auf diesen kleinen Pfeil klicke, bekomme ich auch so etwas wie eine erweiterte Suche. Die ist nicht ganz so optimal wie die auf Twitter, aber dennoch kann ich hier eben verschiedene Filter anwenden und ich kann einen Zeitraum eingeben. Wenn ich jetzt aber nach einem Beitrag von einem bestimmten Nutzer suche, dann muss ich hier eben from eingeben, also die normale Twitter-Syntax, und kann jetzt eben sagen, ich möchte nur Beiträge suchen und hier zum Beispiel, da benutze ich jetzt natürlich noch nicht die erweiterte Suche. Dann sehe ich hier eben diesen Tweet, den ich schon in einem anderen Thread hatte. Und wenn ich jetzt eben nach Beiträgen im Januar 2020 suchen möchte, das heißt, ich muss hier jetzt im amerikanischen Format eingeben, also Monat, Tag, Jahr und Quatsch. Januar 27, jetzt bin ich selber schon verrückt. 2020. Klar, das Bier muss ich natürlich hier noch rausnehmen. Und dann sehe ich eben jetzt diese Tweets. Wenn ich Replies nur haben möchte. Oder eben sage, ich möchte nur Sachen mit Media und Videos. Also da kann ich hier dann eben entsprechend rumspielen, was ich denn jetzt suchen möchte. Also von daher diese Oberfläche, die hier Nitter hat, nicht ganz so toll wie die Oberfläche, die Twitter selber hat, aber dafür brauche ich mich einfach nicht anmelden. Wie lange das funktionieren wird, weiß ich nicht, kann ich niemandem sagen, weil es hängt ja davon ab, was Nitter nun so macht. Nitter finde ich auch auf GitHub, das heißt, ich kann mir mein eigenes Nitter aufsetzen. Ich muss jetzt kein öffentlich verfügbares Nitter benutzen. Wie das so funktioniert, steht dann hier unten beschrieben. Die üblichen Geschichten, ich muss ein Git-Clone machen und so weiter. Oder ich kann auch hier Docker nutzen. Ja, welche Methode ihr da verwendet, liegt natürlich an euch. Okay, ich glaube, viel mehr gibt es zu Nitter nicht zu sagen. Ich finde einfach eine schöne Alternative. Ich spare mir jetzt einfach die X-Accounts. Wenn ich einem bestimmten Nitter-Account folgen möchte, das könnte ich euch vielleicht noch zeigen, was ich da mache. Also ich suche hier eben meinen Nitter oder auf Nitter meinen Twitter-Account oder X-Account
Und wenn ich jetzt der Meinung bin, dem möchte ich folgen, das mache ich ganz einfach. Das hier, ich pinne den mir hier an. Und das heißt, der ist dann immer da. Natürlich, wenn ich hier drin jetzt irgendwas anderes eingebe, dann ist dieser Knitter-Account hier jetzt nicht mehr aktiv, sondern jetzt ist es halt ein Google-Link. Da muss ich natürlich darauf achten, dass ich in diesem Tab immer auf dem Account bleibe. Aber so kann ich dann eben auch meine relevanten Accounts einfach verfolgen. Oder was ich natürlich auch machen könnte, ist mir eine, was weiß ich, Start-Me-Seite anlegen, wo ich dann eben die relevanten Accounts mit den entsprechenden Knitter-Links hinterlege und dann eben einfach einen Link nach dem anderen durchgehe und schaue, ob sich da irgendwas getan hat. Okay, ich glaube, das war's für heute schon wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.